Hallo ihr Lieben, liebe Camperfreunde, Camperfans. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich vor der Kamera heute bin und nicht wie üblich hinter der Kamera. In diesem Video geht es auch weniger um ein Fahrzeug, was ich euch vorstelle, wo ich euch eine Roomtour gebe oder ähnliches, sondern es geht um ein neues Projekt. Der Camper Tobi, Camper Thomas, wir sind Camper, der Sascha und ich haben uns überlegt, dass wir einen neuen Kanal gründen. Und dabei handelt es sich um den Kanal Camper Cars, den wir heute am 1. November 2020 offiziell launchen und vorstellen. Wir promoten den auf all unseren Kanälen und dabei handelt es sich um einen Kanal, wo wir eure Fahrzeuge vorstellen. Privatfahrzeuge, die von Privatleuten verkauft werden sollen oder auch als Erinnerungsstück vorgestellt werden sollen. Und wie und was das genau ist, das zeigen wir euch gleich in dem Video, was jetzt im Anschluss hier dran hängt. Und von daher hoffe ich, dass wir ja ein großes Interesse bei euch produzieren und dass ihr da Spaß dran habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch diesem Kanal dann ein Abo gebt, ein Like und natürlich auch mir weiterhin treu bleibt. Vielen Dank und viel Spaß mit den folgenden Minuten. Bis dann. Herzlich willkommen, sagt der Camper Tobi auf Camper Cars. Das ist unser Kanaltrailer und wir sind hier zu viert, was ihr vielleicht im ersten Moment nicht so wahrnehmt. Wir haben den Camper Thomas, wir haben tollen Zuwachs bekommen, Nachwuchs im ja, Nachwuchs kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber das ist Jörg von Campers International. Hallo zusammen. Warum, wieso bist du jetzt Campers International? Der Sascha hört mit, der liegt nämlich hier vor uns per Handy. Ja, der Sascha ist der Übeltäter. Der Sascha ist schuld. Genau, der Sascha ist schuld. Wir grüßen euch erstmal alle. Hallo Sascha, auch. Genau, wir grüßen Hallo dich. Hallo Sascha. Ich habe dieses Jahr mir einen gebrauchten Caravan gekauft und habe den umgerüstet. Und dabei sind mir die Videos vom Sascha so gut gefallen. Und ich habe halt viel Know-how auch da mal mit hergezogen als Inspiration. Und irgendwann habe ich ihn angeschrieben, nachdem ich gesehen habe in seinem Impressum, der kommt aus Hennef. Und da ich in Bonner bin, wohnen wir quasi Haus an Haus in unserem Camping-Sinn. Ne? Ihr sprecht die gleiche Sprache. Genau. Und dann habe ich irgendwann gefragt, hör mal, ich wollte auf den Caravan-Salon, du bist doch mit Sicherheit auch da. Und dann sagt er, ja klar, komm vorbei, ich bin auf dem P1 und dann sagst du einfach abends Bescheid und dann kommst du rüber. Ja, gesagt, getan. An dem ersten Sonntag dann war es, glaube ich, sind wir dann zusammengekommen und dann habe ich halt die Kollegen, den Tobi, den Thomas und halt diverse englische Kollegen noch kennengelernt. Und weil ich die halt alle vom Video schon kannte und auch vom YouTube kannte, habe ich die dann angequatscht. Insbesondere aber auch die englischen Kollegen. Und das war dem Tobi direkt aufgefallen. Und Tobi meinte dann, ja Mensch, du sprichst so gutes Englisch und du bist medial sozusagen schon eingestiegen als Fotograf und kommst aus dem Technikumfeld. Wäre das nicht auch was für dich? Weil wir bräuchten noch Unterstützung für den internationalen Markt. So, und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, habe gedacht, warum nicht? Denn Deutsch und Englisch spreche ich beides fließend. Equipment habe ich alles da, Zeit habe ich, die Lebensumstände sind gerade so, dass ich mich neu orientiere. Und so bin ich dann jetzt hier gelandet. Gott sei Dank, da kannst du mal gerne schuld sein, Sascha. Ja, so ist das auch schön, ist ja gut gelaufen. Und aus den drei Damen vom Grill wurden die vier Herren vom Campingplatz. Genau. Eigentlich optimal. Jetzt ist natürlich bei den Zuschauern die Frage, warum jetzt Campercars? Genau. Wir haben ja viele Anfragen schon bekommen in der Vergangenheit. Mensch, ihr seid da ja auf YouTube und kannst du nicht mal mein Fahrzeug filmen? Das möchte ich vielleicht verkaufen und so weiter. Und manchmal auch nur ein Erinnerungsvideo. Und das war bisher aus gewissen Gründen, weil wir mit Arbeit ja auch gut ausgelastet sind, nicht möglich. Es ist schwierig. Es ist schwierig, das auf dem Kanal auch zu vereinbaren. Mhm. Aber jetzt am 1. November haben wir gesagt, dann fahren wir mal Campercars hoch, ein neuer Kanal. Bitte gleich mal ein Abo und ein Like da lassen auf diesen Kanaltrailer. Genau so ist das. Und wir vier Herren vom Campingplatz, sind jetzt so schön regional über Deutschland verteilt. Ich sowieso auf Wanderschaft, du ziehst jetzt nach. Wir sind alle flexibel mobil und wir können euch jetzt für
überschaubares Geld, das muss man gleich mal dazu sagen, euer Privatfahrzeug verkaufsfertig filmen. Ja. Das heißt also, zusätzlich stellen wir es euch noch auf mobile.de ein, machen schöne Fotos, man trifft sich und dann machen wir das Beste draus. Mhm. Und das ist natürlich immer schön für denjenigen, der sich so ein Video ansieht und im Begriff ist, sich vielleicht so ein Fahrzeug anzuschaffen, mehr zu sehen als nur ein paar Fotos und eine technische Beschreibung. Ganz genau. Genau, wir haben ja, wie du ja auch immer schon gesagt hast, bewegte Bilder zeigen ja immer mehr, wie einfach nur stupide ein paar statische Fotos. Ja, genau, das ist der Grund dafür. Gut, wir haben uns jetzt hier ein bisschen ein Konzept ausgedacht, weil ohne Plan geht es auch bei mir nicht oder bei uns nicht. Jetzt wird man sagen, ja, was kostet denn das? Klar kostet es ein paar Euro, aber es ist natürlich eine gute Verkaufserleichterung, wenn nicht sogar eine Spitzenverkaufserleichterung, die wir jetzt hier nicht mehr bewerben müssen. Ich denke, euch ist allen klar, dass das Konzept toll ist und wir wollen auf diesem Kanal wirklich Freizeitfahrzeuge aller Art abbilden. Allerdings, vielleicht kannst du was sagen zu der Preisstrategie bzw. zum Preisniveau, wann, was, wieso, warum? Preisniveau ist ein bisschen schwierig, man muss es immer individuell handhaben. Trotzdem haben wir gesagt, es wird schwierig sein, alles abzufilmen. Und haben uns mal so festgelegt, dass wir Wohnwegen ab einem Wert von 10.000 Euro mit ins Portfolio aufnehmen und Wohn- und Reisemobile um die 30.000 Euro. Wobei man dazu sagen muss, das kam von dir ganz gut, wenn der Preis jetzt drunter liegt, also der Wert drunter liegt, dann kann es ja auch sein, dass es sich um was ganz Besonderes handelt, um eine Rarität, um ein Liebhaberstück oder wie auch immer. Das nimmt man natürlich gerne mit rein. Aber grundsätzlich ist es ja für uns auch so, wir verkaufen zwar die Fahrzeuge nicht, wir stellen ja nur eine Verkaufshilfe bereit, trotzdem ist es natürlich ein Punkt, den wir nicht möchten, dass man alles mit reinnimmt, was sich vielleicht gar nicht verkaufen lässt, weil es feucht ist, weil es beschädigt ist oder. Die Fahrzeuge sollen wirklich in Ordnung sein, sollen vom Preis her fair sein und das ist ja unser Bestreben, das ist auch das, was wir bis jetzt machen. Das heißt, authentisch zu sein, ehrlich zu sein und das muss natürlich gerade beim Gebrauchtfahrzeug im Verkauf auch gewährleistet sein. Ja, ganz wichtig. Genau. Weil wir setzen ja schließlich auch die Kappe dafür auf, zumindest wir zwei. Also jeder hält auch seinen Kopf damit hin, dass er dieses Video sagen, gemacht hat. Wir geben unser Bestes, um dann im Grunde Käufer und Verkäufer zusammenzubringen und das Ganze authentisch auch den Leuten zu zeigen. Richtig. Ja. Und man hat zumindest schon mal durch das Video einen ersten Grundeindruck. Man weiß, das Fahrzeug ist technisch weitestgehend in Ordnung. Ja, natürlich, wenn da irgendwas verdeckt ist, können wir es auch nicht sehen. Ja. Aber wir haben zumindest einen sehr detaillierten Einblick. Was wir natürlich durch mich und meine Englischfähigkeiten auch haben, ist, dass wir euch natürlich den ausländischen Markt erschließen. Das heißt, wenn man bisher bei eBay Kleinanzeigen oder Mobile was verkauft hat, dann hat man überwiegend den deutschen Bereich abgedeckt. Aber dann war halt die Kommunikation immer schwierig. Und dadurch, dass ich halt in der Lage bin, euch so ein Video auch auf Englisch zu erstellen, erschließt sich für euch ein ganz anderer Markt. Ja, ist definitiv so. Ja. Und das macht nochmal einen ganz großen Unterschied. Ja, den Beweis konnte ich jetzt wirklich, also ich kann wirklich sagen, dutzendfach, vielleicht sogar hundertfach schon antreten. Ich betreue ja die Händler oder machen wir jetzt dann auch miteinander immer wieder Händler. Und es bleibt auch dabei, dass wir auf unseren Kanälen Neufahrzeuge, Camping-News vorstellen, jeglicher Art, vom Omnia bis zum Detlefs Puls GT, der schon so schön glänzt im Hintergrund. Den muss ich jetzt nur kurz ins Spiel bringen, weil er echt hübsch aussieht gerade. Ja. Ihr seht es nicht. Aber die Händler merken immer mehr, dass die Zeit halt wirklich mit großen Schritten digital vorangeht. Vor allem in diesem für uns alle merkwürdigen Jahr 2020 mussten einige hier ihre Räder nochmal nachstellen. Und es ist toll, wenn ich ein WhatsApp kriege von meinem Freund Wolfgang Rupp aus Burgoberbach, Rupp Reisemobile, der sagt, Mensch, du hast hier einen Hümer abgefilmt für 80.000, 5 Jahre alt und der ist jetzt in Finnland und da fährt ein Staatsanwalt damit rum. Was Schöneres gibt es nicht. Wir nehmen Geld fürs Filmen. Wir haben nichts mit dem Privatverkauf und mit eurem Vertrag dann mit dem zukünftigen Eigentümer zu tun.
Das ist jetzt mal noch ein Statement. Genau. Was wir halt machen können. Was vielleicht auch noch wichtig wäre, ist dann zu erwähnen, das kannst du am besten machen, Tobi, wie können die Leute uns erreichen? Ja, das klar, das kommt jetzt dann alles noch. Ja. Du wolltest jetzt auch noch was sagen gerade? Ich wollte kurz was sagen, weil das Einstellen bei mobile.de können wir euch natürlich auch anbieten. Wir sind da routiniert. Ja. Wir wissen, wie diese Plattform funktioniert. Wir würden entsprechend natürlich nicht nur das Video drehen, sondern auch aussagekräftige Bilder machen, sodass man direkt vernünftige Fotos auch dann in der Plattform hat, die Beschreibung sauber abgeschrieben ist und euch im Prinzip diesen Schritt mit abnehmen kann. Das ist eine Geschichte, das müsste man individuell besprechen. Ihr bleibt natürlich der Hauptansprechpartner, sowohl was die Telefonnummer wie auch die E-Mail-Adresse betrifft, sodass ihr die Abwicklung dann selber in die Hand nehmt. Genau. Aber wir bereiten das Ganze soweit medial für euch vor, eben auch mit mobiler Unterstützung, sodass man dann dort weniger Arbeit hat. Und viele tun sich ja doch schwer, sich da reinzufuchsen und reinzulesen. Und ganz oft ist es wirklich so, wie Sascha auch vorhin schon sagte, ein Video zeigt mehr als 1000 Bilder und die Qualität der Bilder ist entscheidend. Ja. Wenn ich überlege, wie ich meinen Wohnwagen gekauft habe, die Bilder waren grottig, die waren wirklich schlecht. Und dadurch habe ich das Fahrzeug günstig bekommen, weil sich keiner dafür interessiert hat. Ja. Habe ich hochwertige, qualitativ gute Bilder und das Video natürlich, kann ich schlagartig direkt schon mal mehr Kaufpreis erzielen, als wenn ich selber mit dem Handy irgendwie dumm rumknipse. Ja, das ist wohl richtig. Auch einige Händler haben das jetzt immer noch nicht so richtig raus. Da werden keine Lichter angemacht, da liegt das verpackte Zeug irgendwo drin. Klar, wir sind, oder ich nehme das jetzt für mich mal herrlich unperfekt, aber das zeigt halt das echte Leben, das Authentische, das Ungeschnittene, da kann was passieren. Mhm. Und das ist auch dann wirklich die Geschichte. Und ich denke, hier gerade bei den Freizeitfahrzeugen, das ist ja das weitere Kind im Haus. Ich weiß nicht, oft das dritte, das vierte oder das fünfte, da wird geputzt, gemacht, man verbringt die schönsten Stunden in seinem Leben drin. Und wenn man dann noch diese Geschichte des Fahrzeugs erzählen kann, und auch mal hört, ist der Vorbesitzer stolz drauf gewesen, warum verkauft das, dass das transparent ist, glaubhaft. Ja. Wir wollen also hier keine Schummelgeschichten erzählen. Nein, definitiv nicht. Das ist ganz was Wichtiges. Es ist und bleibt ein emotionaler Bereich. Und ich denke auch, dass der Verkauf von so einem Fahrzeug ganz viel Emotion drin hat. Und deswegen per Bild in... Also nur per Bild in mobile zum Beispiel oder irgendeiner anderen Plattform gar nicht so leicht zu verkaufen ist. Ja, das ist ein echter Verkaufsvorteil. Das ist ein Benefit und das ist. Und der Weg oder diese Erweiterung jetzt war eigentlich ein logischer Schritt, denn wir wissen das einschlägig von dir, dass sich Neufahrzeuge definitiv über Videos verkauft haben. Und die Anfragen von Privaten bezüglich Gebrauchtfahrzeugen sind da. Ja. Also ist das jetzt eigentlich nur eine notwendige Verknüpfung, die wir da erstellen? Du sagst das genau richtig. Ja, und Sascha und ich und wir alle vier, wir sind uns sowieso moralisch von der Idee, von der Veranlagung her schon sehr ähnlich, weil wir den am gleichen Strang ziehen. Wir haben uns gefunden, genau wie Jörg, das kam. Vielen Dank, Sascha, dass du diesen Menschen auf den B1 gebracht hast. Das passt einfach. Ja? Und du findest ja selten Leute, die wirklich passen in deinen Lebensweg. Es wird immer schwieriger. Ja. Und es wird immer schwieriger. Ja. Ja, mit der Erreichbarkeit und mit den Preisen. Wir wissen jetzt, Caravans ab 10, außer Exoten und Raritäten und so weiter. Wir wissen, Reisemobile habt da Verständnis dafür ab 30, aber dann ist man relativ sicher, dass er noch trocken ist. Ja, sagen wir es mal einfach so an diesem Beispiel. Ja, dass du auch vernünftige Fahrzeuge hast. Vernünftig, ja, wir müssen das gerne machen. Und das ist für, deswegen darstellen. Ist der Kanal auch so wichtig für den Käufer. Ja. Weil der natürlich weiß, wir haben die Dinger schon gesehen, wir haben sie ordentlich abgefilmt und der hat zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein sehr vernünftiges Fahrzeug zu erhalten. Und das ist doch mal eine Aussage, weil dann gibt es dann hinterher keine großen Diskussionen, wo man dann nochmal nachgucken muss, hinter die Schränke hinterleuchten und sonst was, weil wir ja auch schon mit der Kamera drin waren. Ja. Möchte ich auch gar nicht online stellen, ein Fahrzeug, das vielleicht, das kann ja passieren, dass man ein Fahrzeug vorfindet, wo man sagt, es tut mir leid, das kann ich nicht präsentieren, das kann ich nicht auf meine Kappe nehmen, möchte ich nicht,
dann mache ich das auch nicht. Richtig. Weil das macht man fünfmal und dann heißt es, auf Campercars findest du schrottige Fahrzeuge, ja, und genau, das möchten wir nicht. Also so, wie wir unsere anderen Kanäle betreiben, ehrlich, authentisch, wo man sich einfach drauf verlassen kann, so wird auch dieser Kanal betrieben. Genau. Das wichtigste Wort, finde ich, was du gesagt hast, war ehrlich. Ja, das ist so. Da können wir uns alle in die Augen schauen und auch in die Kamera schauen. Das ist genau der Weg. Ich glaube, den hat aber jeder schon erkannt auf unseren Kanälen, wie wir da fahren. Und das hängt ja auch wieder mit der Moral zusammen. Preislich wird sich das Ganze sehr human gestalten. Wir können jetzt allerdings und wollen auch gar keine Fixpreise, eine Preisliste rausgeben, weil das ganz individuell ist. Wo ist man? Man trifft sich am Wochenende. Ihr müsst ja auch alle arbeiten. Viele sind selbstständig. Da hat man die Möglichkeiten, dass man sich mal entgegenkommt. Gibt schöne Flecken, wo man dann wirklich das Video machen kann. Wir fahren auch bis vor die Haustür, ins Winterlager, wo auch immer hin, und ziehen das dann miteinander durch. Und ihr könnt anonym im Hintergrund uns Infos geben, während des Videos dabei sein. Wenn ihr Lust habt, vor der Kamera zu stehen, könnt ihr auch vor der Kamera stehen. Jeder, wie er das möchte. Ja. Jeder, genau. Ich muss gerade sagen, jeder so, wie er möchte. Es ist keiner verpflichtet, selber mit vor die Kamera. Aber es gibt ja genügend, die sagen, ah nee, das möchte ich gerne. Aber die anderen sagen dann, nee, das möchte ich lieber nicht. Genau. Also das ist dann, kann jeder so machen, wie er möchte. Und da stellen wir uns auch 100% drauf ein. So sieht es aus. Ich denke, es ist ja nicht nur in dem Fall ein Verkaufsvideo, sondern auch ein Stück weit ein Erinnerungsvideo. Mhm. Absolut. Genau. Ja, genau. Derjenige, der es verkauft, kann immer wieder nachschauen, das war damals. Genau. Verkaufsvorteil ist natürlich auch, gerade bei gebrauchten Fahrzeugen, auch wenn sie ein bisschen in die Jahre gekommen sind, das ist ja der Sollzustand, der Ist-Zustand, den du in dem Moment aufnimmst, das ist ja auch ein Beleg, eine Schramme. Ja. Und da filmen wir auch drauf. Wenn hinten irgendwo am Schweller, auf keine jeden Ahnung, Fall, irgendwo eine Kleinigkeit ist, dann wisst ihr, was los ist. Ihr müsst jetzt nicht 300 Kilometer durch die Gegend fahren und 10 Privatleute abklappern und nochmal sicher gehen, sondern du bist schon relativ gut informiert, wenn du den Zündschlüssel umdrehst und dorthin fahren willst und weiteres. Genau, wie oft haben es die Leute schon erlebt, dass sie irgendwo auf eine Anzeige hingefahren sind und dann 300, 400, 500 Kilometer gefahren sind? Und ja, dann kam die böse Überraschung. Du verplemperst da auch wirklich Zeit und Zeit ist Geld und vor allem viel Geld. Das wollte ich jetzt gerade noch aufschnappen, weil das ein ich als unwahrscheinlichen Vorteil sehe. Wenn ich mir vorstelle, ich suche heute ein Fahrzeug, ein Gebrauchtfahrzeug und schaue mir dann den deutschen Markt an, dann bin ich mir sicher, man kann schon Glück haben aufs erste Mal, aber ich bin mir sicher, dass man ganz schnell 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer runter hat, bis man das richtige Fahrzeug findet. Ja. Weil wir haben nun mal Stand jetzt 2, 3, 4, 5 Bilder, ein Stückchen Text dabei und das war's. Und auf diese spärlichen, es sind dann spärliche Informationen, setze ich mich ins Fahrzeug und fahre dahin. Mhm. Ja, von Bayern nach Hamburg oder wie auch immer. Und komme da an und sage, und das war es leider nicht. Ja, das ist dann schwierig. Und was ich noch sagen, was natürlich auch super ist, du hast einmal, wird natürlich das Fahrzeug gefilmt. Du hast auf der Plattform Campercars hast du das Video. Ja. Darunter verlinkt dann auf Wunsch die Verlinkung auf mobile.de. Genau. Wenn das Fahrzeug aber jetzt einer auf mobile.de findet und kennt Campercars die Videos noch nicht, wird aber das Video in der Beschreibung von mobile auch verlinkt. Das heißt, jemand liest die Beschreibung vom Fahrzeug und hat dann automatisch, ach, da ist noch das Video. Also das ist so ein beidseitiges Zuspielen. Wenn der eine es da entdeckt, findet er auch die Anzeige mobile. Genau. Entdeckt er es nur bei mobile, kann er sich aber gleichzeitig noch das Video auf YouTube angucken. Ja. Der Kreis schließt sich hier. Ein Riesenvorteil ist, nehmen wir mal an, das Fahrzeug geht in die zweite Hand und der verkauft es vielleicht nach ein paar Jahren wieder, geht in die dritte Hand. Der hat durch das Video einen hinterlegbaren Beweis seiner Übernahme. Das ist ja auch wieder ein Verkaufsvorteil, wenn derjenige sein Fahrzeug wieder weiter veräußert. Damit hast du ja immer diesen Soll-Ist-Zustand. Und übrigens, liebe Händler, die ihr dieses Video seht, wir wollen euch in keinem Fall auf dem Gebrauchtwagenmarkt an den Karren fahren, sondern das ist eine Plattform und die Händler treten ja oft in eine Gewährleistung ein. Momentan, aufgrund der Situation 2020, gibt es ja kaum mehr Gebrauchtfahrzeuge. Das wird dann wahrscheinlich in 2-3 Jahren richtig knallen, wenn dann der Markt wieder sich stabilisiert hat und aus dieser Euphorie etwas auf den Boden gekommen ist. Aber dieses Privat zu Privat ist natürlich auch praktisch, weil das ist für euch
bares Geld, dass so ihr mehr aus. Habt. Der Händler kann euch nie den Preis geben wie im Privatverkaufssegment, weil er muss eine Gewährleistung geben. Ja, absolut. Definitiv. Und deswegen sind es netto immer ein paar tausend Euro mehr in der Tasche, wenn es nur ein paar hundert Euro sind. Ihr könnt damit Geld verdienen. So ist es. Viele wollen es ja auch nicht mehr anders. Nein. Viele Händler sagen, nein, wenn sie ehrlich sind, komm, probier's erstmal mobile, dann habe ich das Auto nicht am Hof stehen, ja, und mhm, dann verhandelst du schön und kommst mit der Kohle, die du gemacht hast, zu uns und dann reden wir über deinen neuen. Mhm. Wobei, wie gesagt, das ist kein böser Wille vom Händler, sondern er muss einfach in die Gewährleistung gehen und er weiß nicht, was ihn da erwartet und inwieweit er in die Gewährleistung gehen muss. Also völlig verständliche Handlungsweise. Und zudem sehen auch viele Händler die Kanäle. Also man möchte nicht glauben, wie viele Hersteller, Händler mittlerweile auch auf uns alle zurückgreifen. Ja. Ich kenne Verkäufer und nicht wenige, die mittlerweile sagen, nach ein paar Jahren der Anbahnung, hey Tobi, wenn ich was wissen möchte vom Mitbewerber oder Funktion einer Heizung oder sonst was, dann gucke ich erstmal auf YouTube. Und wir sind ganz dankbar, dass es euch gibt, mhm, weil ihr auch eine Gleichheit schafft, eine Informationsquelle seid. Ihr nehmt uns viel Arbeit ab, weil wir schon mal immer alles erklären. Und 70% der Kaufentscheidungen wären nachweislich, das hat sogar der Verband bestätigt, im Netz getroffen. Ja. Also das ist doch ein super Netzwerk, ein super Miteinander und so wird jeder glücklich bei der Geschichte. Was noch wichtig wäre, ich will jetzt meinen drei Kollegen hier nicht vorgreifen, aber um den Kreis dann komplett zu schließen und die Möglichkeiten für die Kunden zu erhöhen, denke ich, werden wir die Videos von den Gebrauchtfahrzeugen auch auf unseren Kanälen dann genauso zusätzlich präsentieren. Das heißt, der Trichter geht nur noch auf. Der ja, ist, ganz denk genau mal darüber nach, mein lieber Schieber, da habt ihr gut Klicks drauf. Ja. Das baut sich auf und ich bin mir sicher, dass sich der Idee auch noch einige andere Kollegen anschließen werden. Auch eben durch deine Tätigkeit im englischsprachigen Bereich. Ja. Ich denke mir, dass es in 2-3 Jahren satellitenfähig ist, dass du wahrscheinlich den Giacomo in Italien laufen hast und den Romero in Spanien und den Matti in Finnland. Es ist ja mit deutschsprachig schon so. Ich meine, wir können ja das alles einsehen. Wo werden die Videos geschaut? Und die Videos, genau, selbst meine. In den Analytics kann man es ja sehen. Ja, ja, selbst meine Videos, ich denke mal, dass die Leute dann auf Untertitel schalten oder weiß ich nicht was. Ja, ja. Die werden auf der ganzen Welt zum Teil geschaut. Mhm. So sieht's aus. Das ist wirklich so. Ja, jetzt haben wir wieder mal schön hier Content geliefert, mein lieber Schieber. Wir müssen ja mal ein bisschen aufpassen, dass es auch nicht zu lang wird. Sascha, du bist ein bisschen zu kurz gekommen, aber du liegst so unscheinbar am Tisch rum. Ja, alles ist safe, alles ist gut. Aber es ist schön. Wie gesagt, das wird eine ziemlich interessante Geschichte für viele draußen sein. Und ja, aber da siehst du auch wieder digitale Medien. Ne? Ich bin jetzt nicht vor Ort mit dabei, aber ich bin ja doch dabei. Hm. Ne? Also, genau. Und da merkt man auch wieder, ne? Das ist wieder dieses Internet und richtig, die Leute haben trotzdem, obwohl der eine sitzt da, der andere sitzt da, man findet sich dadurch zusammen. Ja, absolut. Ja. Und wir haben hier so eine homogene Clique, in die auch niemand reinkommt, der nicht dazu passt. Das ist auch mal ganz klar, weil wir uns in die Augen schauen können, wir können euch in die Augen schauen. Es ist übrigens auch ganz einfach, das hast du schon angeregt, was ganz wichtig ist, ist die Kommunikation. Wir alle sind erreichbar per WhatsApp, per Telefon, per E-Mail, über die Kanäle. In der Kanalinfo kannst du jederzeit deine E-Mail schicken. Also uns zu erreichen ist leichter als den Papst oder Präsidenten oder sonst was. Also äußert eure Wünsche, lasst uns in Kontakt kommen über die Kanäle Camper Thomas. Wir sind Camper Sascha, der immer noch auf dem Tisch rumliegt. Ich lieg nur rum. Der Jörg, du liegst nur rum. Bevor wir nicht rumlügen, liegen ist gut. Der ja, Jörg von Campers gut. International, den wir jetzt ganz stark als unseren echt vollwertigen Partner hier mit aufnehmen in unseren Kreis und auch gerne mit voranbringen. Lasst da ein Like da, lasst ein Abo da, gebt ja den Menschen eine Chance, wenn sie sich entwickeln wollen, weil das ist ganz toll. Du musst hier dein Mann stehen. Das ist einfach mal so. Und grinst der Thomas, ihr vielleicht auch zu Hause. Aber das ist eine tolle Möglichkeit für euch. Wir denken immer aus Sicht der Camper. Das mhm ist am Schluss. Du sagst das am besten mit deinem Kanalnamen, Sascha. Wir sind Camper. Camper. Genau. Jawohl. Jawohl, du hast das Schlusswort gesprochen. Schön, freut mich. Prima. Tolle Geschichte, finde ich. Also mit Sicherheit etwas, was ein weiteres Bindeglied ist. Und ich könnte noch so lange überlegen, ich sehe hier keinen Nachteil. Nein, gar nicht, weil die ganze Geschichte, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ist entstanden aus der Notwendigkeit, die die Menschen an uns tragen. Ja, ja, das ist so. Jörg,
Schön, ja? dich dabei zu haben. Dankeschön. Absolut geile Geschichte. Ja, das wirklich, auf einfach, jeden Fall. Gell? Wir alle sind happy, dass das jetzt so geklappt hat, auf die Kürze der Zeit. Mensch, 8 Wochen ist es hier, ja. Caravansalon. Und auch wenn er nicht so war wie sonst, bleibt gesund da draußen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, absolut. Dass wir uns irgendwo sehen, in tollen Umgebungen, auf tollen Plätzen, auf den Straßen. Und ganz wichtig, Kanäle abonnieren. Kanäle abonnieren, Likes da lassen. Ja. Das brauchen wir auch mal als Bestätigung. Und vor allem Jörg mal jetzt richtig ein auf den Button. Richtig pushen. Freue ich mich über jeden Button, über jedes Abonnieren, jeden Like. Alles unten. Schaut es euch an und ich habe die ersten Videos schon online gestellt und natürlich vieles in Englisch, einiges in Deutsch. Ich versuche das immer zweisprachig zu halten. Genau, hast damit du die man Wahl. Einfach, ja, damit man die Möglichkeit hat, wirklich breit aufgestellt zu sein. Alle Infos unten in der Videobeschreibung, alle Kanäle natürlich nochmal erwähnt. Ihr könnt euch da austoben. Bleibt uns treu, wir bleiben euch auch treu. So ist es. So sieht's aus, oder? Dann? Jawohl, macht's gut. Daumen macht's gut. Nach oben, das wird für dich jetzt ein bisschen schwer, Sascha. Komm, mach mal einen Daumen hoch. Hab ich. Ich denk's mir. Also, wir wünschen dir was, Sascha. Mach's gut, schöne Grüße an die Family. Jawohl, bis bald. Bye, bye. Tschüssikowski. Ciao. Jawohl. Das war sauber. Gut gemacht.